Hier ist es zwar ein wirklich fast idyllisch anmutender Platz, aber was dahinter steckt, ist also außerordentlich deprimierend. Und zwar war das im Dritten Reich. Für anderthalb Jahre oder knapp zwei Jahre war das die Beerdigungsstätte für die Zwangsarbeiter, die am Krankenlager oben zunächst lebten, das ist 200 Meter weiter entfernt, und dann dort verstarben, und zwar 667 in knapp zwei Jahren. 1939 hat die Reichsregierung beschlossen, hier einen Fliegerhorst einzurichten in Sachsenheim im Zuge der Kriegsvorbereitungen gegen Frankreich. Der Fliegerhorst selbst war am Eichwald drüben. Da musste also sehr viel erstmal gerodet werden. Es gibt da die interessante Episode, dass der Bürgermeister von Großsachsenheim, der Herr Vetter, zum Reichsmarschall Göring nach Berlin extra gefahren ist und dort gebeten hat, die Stadt zu verschonen mit einem Flugplatz, weil das wertvolles Ackerland sei. Und dann hat Göring einen Zirkel genommen, auf einer Landkarte hat er um Malmsheim einen Kreis geschlagen und hat gesagt, hier in Großsachsenheim kommt der Flugplatz her, egal was da vorher steht. Die Leute, die gearbeitet haben, die waren oben in Baracken, und das ist der Platz, der später ab 1942 frei wurde, als die Arbeiten beendet waren. Und dann hat man erst die Kranken, die von allen möglichen Fabriken und landwirtschaftlichen Anwesen in Deutschland als Zwangsarbeiter hierher gekommen sind und erkrankt sind, nach Sachsenheim gebracht.